Çağırırım sunam, sesim duyulmaz. Guten Tag. Hallo. Ja. Helge Schneider taucht am häufigsten auf. Irgendwie so. Ein Käsebrot ist ein gutes Brot. Hallo Kinder! So. Und ich sage euch, es war so lecker. Das geht mir total auf den Sack. Mann, ey! Wie ich ihn damals immer gehört habe, so wie Elmar Brent, nicht so im Radio. Unser nächster Gast kommt aus dem Sauerland. Ja? Dann wuchs das über 40, 50 verschiedene Stimmen raus. Man nähert sich schrittweise an. Was ist deine größte Leidenschaft, Mann? Musik. Ich bin um Musik rum aufgewachsen. Ich spiele ein bisschen Ukulele, aber hallo, darum nice. Geht's gar nicht. Nee, ich singe tatsächlich. Ja, Musik war immer zu Hause. Nice, es geht um Musik heute. Beide meine Eltern sind Musiker. Ich hatte immer Musik um mich rum. Also ich mag alles, was groovt, was mich irgendwie bewegt. Ich mag aber auch Metal. Ich mag auch klassische Musik. Also egal aus welchem Land, traditionelle Musik finde ich sehr spannend. Und zwar wird heute gesungen. Aufgabe sein, traditionelle Gesänge zu erraten, und zwar aus welchen Ländern sie kommen. Mm. Gut, dann gehe ich jetzt wieder, ne? Tschüss. Wow, das ist ja spannend. Ah. Guten Abend, liebe Kinder. Okay, hello, let's go. Gespannt. Oh, wow. Nice. Spicy. Oh. Ich habe Fußstapfen gehört. Da kommt jemand. Lo mir singen Kinderlachen, sei mir leid zusammen. Ein Egendeller Freilichen mit Wertelach, wo es grammen. Die Mame kocht ein Lokschensup mit Kasche in mit Kneidlich. Kinder jom tippirin, wenn sie spielen sich in Dreilich. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribiri, biri, 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 bim, bom, bom. Chiribiri, biri, 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 bom, chiribim, bom, 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 bom. Hey! Bravo! Hat sich Chiribim Bom gut angehört. Ja. Also ich bin mir da zu 99% sicher. Mein erster Gedanke war Niederlande. Jiddisch. Wir haben auf jeden Fall beide deutsche Wörter gehört. Ich war irgendwo in Österreich, weil die sind ja auch in Alche oder in Wien oder so. Aber Niederlande finde ich jetzt besser. Ich habe mich irgendwie gefühlt, aber auch wie in den Bergen ein bisschen. Ja. Hallo. Oh, das sind zwei Leute. Ich muss sagen, ich habe blond mit blauen Augen erwartet. Okay, und war es auch, war es Klezmer? Das ist nicht so direkt Klezmer, das ist ein traditioneller Song. Ist es aus Österreich? Nein, nicht direkt. Also ist es Israel? Nicht aus Israel. Ich habe da deutsche Wörter in so bulgarischen Richtungen. Nächster Guess wäre gewesen Georgien? Nein. Okay. Sag's uns. Okay, die Sprache heißt Jiddisch. Und Jiddisch ist eine Sprache, die wurde von den Juden in Zentral- und Osteuropa. Oh mein Gott, bei, ja! Bei Communities. Das ist nicht so ganz 100% klar, von welches spezifische Land das kommt. Mhm. Es wurde gesungen beim jüdischen Communities. Sag mal, wie heißt das Lied? Chiribim Chiribom. Ach so, ja, so heißt. Das hätte ich drauf kommen können. Egal, okay, beim nächste Runde wird jetzt richtig gut vorbereitet. Ich bin gespannt. Mhm. Ein schönes Spiel übrigens. Ist das Pink? Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül, derde dayanmaz. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül
deine Detailmas. Charum sunam, sesim duyulmaz. Uyan sunam, uyan, uyan, derin uykudan. Çektim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden, uyan sunam, derin uykudan. Wow, 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 wirklich, ich wollte nicht, dass es aufhört. Mm-mm. Kann ewig so weitergehen, gerne. Mhm. Boah. Fast kurz geweint. Ja, ich bin fast. Auch, ich bin kurz durch ein emotionales Rollercoaster definitiv gegangen. Also, ich habe sehr viel Türkisch rausgehört. Wenn das jetzt The Voice of alle Kulturen wäre. We want you. Dankeschön. Danke auch. Es war, wie du siehst, ich habe keine Ahnung, was du gesungen hast, aber ah, oh Gott, ey. Geil. Tu der Welt einen Gefallen und hör nie wieder auf damit. Brauchst du eine Umarmung? Ja, komm. Danke. Ey, krass, was hast du für eine Kontrolle? Hilfe! Was? Was immer das war, aber ich hab's offenbar gebraucht. Zoom, 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 zoom! Sehr schön. Mein erster Gedanke war türkisch. Sprichst du die ersten paar Wörter? Mhm. Was war das? Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Boah, ist geil. Also wie so eine Flöte. Wie so eine Querflöte, aber groß. Gingen wir richtig? Ja? Ja, ja. War türkisch, ne? Ja, ja, ja. Das berührt mich so. Das kann ich gar nicht. Ich verstehe es nicht, wieso. Ja. Aber es macht was. Also ich habe mit mir ja gerade gerungen. Ich habe deine Reaktion ziemlich gefeiert. Ah! Worum geht's in dem Song? Ja, mhm. es geht eigentlich darum, dass eine Frau gestorben ist, und zwar die Frau eines Mannes. Mhm. Und er ihr sagt, steh wieder auf. Also wach auf, meine Geliebte, wach auf. Bei dem Sing, da möchtest du dich eigentlich gleich zu der Frau legen. So. Das ist so tief traurig. Ich finde, das war gerade nochmal so ein Beweis, dass du nicht Musik verstehen musst, um ja. es zu fühlen. Ich wusste halt nicht genau, worum es geht, aber das war voll, also es hat mich echt, ne? Aber man hat gehört, dass berührt. Es ein deepes Thema war. Ja, also es war ganz, ganz klar. Obwohl ich die Sprache nicht verstehe, dass ich diese Emotion trotzdem so stark überträgt. Ja, für mich ist sowieso Musik eine komplett andere Sprache. Ja, ja. Und ich finde, Musik ist auch eine Sprache, die uns Menschen, egal welcher Nationalität oder Tradition wir zugehörig sind, total verbinden, weil es komplett auf unseren Emotionen basiert. Bei der türkischen Musik ist das halt so besonders, weil türkische Musik sind sowas wie Trostlieder. Menschen haben diese Lieder erschaffen, kreiert, weil sie sich selber Trost spenden wollten, weil sie irgendeinen Kummer in sich getragen haben und das nicht in Worte äußern konnten oder nicht wussten, wie sie das verarbeiten sollten. Und Musik war für sie ein Ausdruck von ihrer inneren emotionalen Welt. Wie lange singst du schon? Ich singe seit meiner Kindheit, ich habe das einfach geerbt. Ich bin ein bisschen traurig jetzt. Ja. Aus meiner kulturellen Erziehung kann ich nur mitgeben, dass man eigentlich zu jedem Anlass gerne singt, weil es spendet Freude, indem es Verbindung schafft. Das habe ich gemerkt. Connected. Danke. Wie heißt du? Rubeida. Rubeida. Danke auch. Das könnt ihr doch mit mir nicht machen. Aha. Die Lichtstimmung ändert sich. Yeah.
Okay. Wow. Bravo. Also es kam jetzt sehr unerwartet. Ich wusste jetzt nicht, welche Sprache. Also sprachlich ganz eindeutig. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht, wie man es jetzt genau nennt. Ich kenne das unter dem Begriff Kehlkopfgesang. Es ist auch eine Form von Obertongesang. Wo so ein Beat bisschen eingebaut war. Das war dann so... Irgendwann habe ich den Rhythmus gecheckt. Und dann wollte ich ehrlich gesagt Beatboxen. Aber ich wollte auch den Moment jetzt nicht dann zerstören. Asiatisch würde ich sagen. Und Asien ist groß. Also wenn ich es jetzt irgendwo hinzuordne, dann klingt es für mich aber auch irgendwie so Mongolei. Wahrscheinlich irgendwas Mongolisches. Das klingt für mich nach einem Ort, der richtig kalt werden kann. Es gibt diese Band, diesen Song Juwe Juwe Ju, oder die machen so ähnliche Sounds, wenn sie singen. Hallo. Mongolei. Mongolei. Möchtest... Richtig. Hey! Aus der Mongolei! Wie gut! Oh, krass! Du hast alles nachgeholt, was wir vorhin so verkackt haben, danke. Cool. Wir sind doch gut. Das ist ein mongolisches, sehr, sehr altes... Spezialgesangstechnik. Mhm. Also mongolische Homi, diesen Stil kommt Westmongolei von der Altai-Gebirge. Und in meiner Vorstellung habe ich einen Mann gesehen auf einem Pferd, der so Fell um seine Schulter hatte und so ein krasses Gewand mit so einem Mantel und so einem Ding auf dem Kopf. Und dann habe ich irgendwie an die Mongolei gedacht. Weißt du, was krass ist? Ich habe genau das Gegenteil mir vorgestellt. Mann habe ich mir vorgestellt, aber der so am Schwitzen ist irgendwie, krass, während er singt. Und das ist so richtig warm und so tropisch eigentlich. So habe ich mir das vorgestellt. Ja. Deswegen, als du meintest kalt, war ich so, oh, okay. Mhm. Interessant, aber ich habe was ganz anderes gesehen irgendwie. Wenn man das gut trainiert, dann hörst du halt wirklich, wie so ein Pfeifen noch oben drüber liegt. Die Mongolen entwickeln mit dem Nato-Sound und auch mit den Tieren. Wir sind die Nomaden. Geräusche vielleicht die Mongolen, die Gebirge, Wind oder so. Wie klingt der Wind? Diesen Grundton ist es auch windlich. Ja, das klingt auch schon so luftig. Ganz am Anfang, das ist, heißt Harkra. Mhm. Und auf Deutsch, also. Tiefton oder Basston. Aber ist das so, ist das eher Erde? Ja. Ah, siehst du? So. Wie klingen Tiere? Zum Beispiel die Ziegen. Sagen, ja. Das war ein Wolf. Ja, oder ein Pferd. So ist ein Pferd. Also der Sound ist sehr natur und ja. Sehr naturverbunden. Ja. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Cool. Danke dir. Mongolei, wie bin ich da drauf gekommen, Alter? Jawohl. Jetzt kommt wahrscheinlich so ein Heavy Metal Screamer, der. Come on, so I find two pieces. Das ist ein ganz Ohr. Halt dir fast die Tag. Ein brennende Kerleutchen, han større en halt, som kan nemast. Bravo! Wow! Auf jeden Fall auch krass, wow, was krasse, eine schöne dynamische Stimme. Hard to tell which language that was. It sounded English. I have no idea either, because I feel like there was not a lot of words. Iranian as well. Iran? Ja. Weiß ich nicht, also rein sprachlich, klanglich. Yeah, it was more like vocals. Yeah, it was more vocals and more like melodies and stuff. So I feel like
I want that person to actually speak in full sentences in that language and then maybe we can come up with it. Hey, ich bin Ellenberg und es ist so toll, dass wir hier sind. Verdammt. Sounds a little bit like English, but mixed with something else. Maybe it's something like Irish or yeah. something. If we're gonna turn around and this person has an Irish face. How do we tell them? Ah, it's an Irish face. there were some ornaments where you had this. And that felt like it was Iranian, but also the language. Maybe I'm completely wrong. It sounded a little bit like Shakira. Shakira? Like, so where's the style from? Where are you from? It's the... Finland! No. The Faroe Islands. The what? The Faroe Island. Ah. The Faroe Islands? Where is that? It is a place between Iceland, Norway and Scotland. Denmark. I would have never guessed. No. But it was it wasn't English. No, it was Faroese. We have our own language. How are we supposed to know that? Maybe some people will disagree, but I think maybe Icelandic is pretty similar. And maybe a bit Danish as well. We understand Danish. Oh, okay. Yeah. Ooh. We speak Danish as well. Like in the olden days, it was a very like popular thing in the whole of Europe. But the Faroe Islands is like the only country that really stuck to it and still has this really strong tradition. And it just kind of faded away everywhere else. Amazing. What's your name? Ellenberg. Ellenberg, okay. Yes. Nice. Beautiful. Cool. Thank you. Thank you. Applaus, Applaus, Applaus! Diese Instrumente haben mich durch so viele verschiedene Kontinente gejagt. Pass auf, Junge, jetzt erzähle ich dir einen. Die Flöte, erstmal fürs zentraleuropäische Ohr jetzt irgendwie fremd, zum Rest. Also ich kann jetzt nicht sagen, wo ich das einordnen würde, aber dieses glockenartige, mein erster Impuls war Gamelan. Kann auch total Quatsch sein jetzt. Okay, ich war tatsächlich in Nordafrika kurz. Da kam ein Dudelsack. Ja, genau, das hat mich so an Dingens erinnert. Schottland. Ach, der Dudelsack. Ja, aber ja. Dann die Sprache komplett was anderes. Ich höre mal kurz in den Dudelsack. Also, es ist wahrscheinlich kein Dudelsack, aber... Okay, jetzt hört sich das nicht mehr so an wie ein Dudelsack. Ich glaube, das ist ein anderes Instrument jetzt. Nee. Aber ich habe zuerst gedacht, als die Trommel losging, dass es so eine Taiko-Trommel ist. Mit dem Rest zusammen, weiß ich nicht. Am Anfang kamen so Silben, wo ich dachte, dass Myanmar gesungen wird. So Südasien, aber oder wird zur Grenze zu Indien irgendwas vielleicht auch? Asien, auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen. Wir gehen vielleicht mal so nach Indonesien. Indonesien. Oh. Hallo. Wow, wie cool. Wo ist der Dudelsack? Was war das? Der Dudelsack. Nein. Der ist ziemlich klein. Wow, der ja. Dudelsack. Hört sich ein bisschen an wie diese zum Geburtstag. Ja. Diese Dingsflöten, die ja auch so ein bisschen so einen Sound abgeben. Ja, irgendwie. Ja. Witzig. War Gamelan wenigstens im Ansatz richtig oder gar nicht? Wie heißt das denn? Das? Diese. Talempong. Das habe ich noch nie gehört. Könnten Sie das vielleicht noch mal spielen? Das war dieses. Okay, ja, die Kleidung ist ja nun ziemlich aussagekräftig. Das ist eine Insel. Sri Lanka. Su? Nein. Was? Su? Su? Ma?
Sumatra. Okay. Worum ging es denn? Genau, das Lied heißt Malerian Tabiang. Mhm. Also Malerian heißt das Sensuch. Tabiang ist ein, ein Ort in Bukittinggi in West Sumatra. Also Sumatra gehört zu einer großen Insel in Indonesien. Boah! Gut! Ey, Leute! Cool. Das ist richtig gut. Malerian Tabiang heißt es, egal wo man ausgewandert ist, dann denk mal bitte zurück an die Heimat. Aber mit Gedicht geschrieben halt. Genau. Das ist also es folgt einem Reimschema. Genau. Und habt ihr einen Namen von der Gruppe? Ja, Puspakensana. Puspakensana. Yeah. Okay. Nice. Hammer. Dankeschön. Vielen Dank. Total geil. Wenn ich hier rausgehe, gehe ich jetzt Lotto spielen, weil es hat sich gerade auf jeden Fall bewiesen, zweimal, wow, dass das, was in meinem Kopf aufpoppt, direkt so auch war. Das können wir gerne öfter machen. Ja, ja, das finde ich gut. Stimmt, ohne dich wäre ich nicht auch in Indonesien. Oh, there you go! Yeah. Der türkische Beitrag, das war toll. Ich wusste nicht, dass ich das gebraucht habe, aber offenbar, weißt du, es hat mich innerlich irgendwie aufgewühlt. Ich wurde wie gehochdruckreinigt. Das türkische Lied. Ja, Mann. Oh, ich will weinen. Hat sie richtig gut gemacht. Das war voll so, es hat mich richtig getroffen irgendwie im ganzen Körper. Und ich habe ehrlich mal gecheckt, worum es ging, aber... Ihre Stimme und ihre Technik war einfach endlich. Krass. Vor allem, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so berührt, so vom Stuhlhaut. Das werde ich nicht vergessen. Halt der... Oh ja, stimmt. Oh, das auch gar nicht erwartet. Das klang auch nicht schlecht jetzt gerade, was ich mache. Oh. Dieser mongolische Kehlkopfgesang, das war richtig geil, weil vor allen Dingen Obertongesang an sich ist schon krass. Das war geil, das wollte ich schon mal, live dabei sein, wenn das einer macht. Danke dir, Marti. Aber schön, es freut uns, dass es dir Spaß gemacht hat. Ja, also hier macht es mir immer Spaß. Hut ab oder Hijab ab.